Anscheinend nicht. Anscheinend komme ich nicht mit. Reiten wir, Phobos. Yay! Wir reiten. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. So. Lato. Ist halt auch ein sehr schickes Pferd. Ist halt auch ein sehr interessanter Name. Okay. Oh, ein Pferd. Oh, cool. Heute habe ich ja beim Waldspaziergang ein Pferd getroffen. Ich springe. Ich mein's ernst. Ich platz da, denn ich springe jetzt. Ich will niemanden verletzen durch meinen Sprung. Denn ich werde springen. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Also los. Zurück. Bleib zurück. Ich springe. Du musst das nicht tun. Es gibt immer einen Grund zu leben. Nein, nicht für mich. Ich habe nichts. Ich bin nichts. Das ist nicht mal eine Rüstung. Es ist das drittliebste Tablett meiner Mutter. Ich bin ein Versager. Ein Versager! Nein, du bist ein Feigling. Für mich siehst du wie ein Krieger aus. Auch Krieger kennen Angst. Das ist keine Schande. Angst hilft uns zu überleben. Sie geht vorüber. Aber Ehre nicht. Du findest keine Ehre, wenn du springst. Nur den Tod. Rede mit mir. Ehre. Ja. Mein Dorf. Ach, wir sind arm. Es kommen kaum Händler oder Besucher. Wir sterben. Ich wurde auserwählt, den Minotauros zu töten, damit wir berühmt werden. Auf den Karten erscheinen. Um uns zu retten. Aber sieh mich an. Ich bin kein Minotaurus-Töter. An meinem ersten Tag hier wurde ich von einem kleinen Jungen ausgeraubt. Nicht jeder ist zum Minotaurus-Töter geboren. Auch wenn du ohne den Kopf der Bestie zurückkehrst, gibt es noch andere Wege, dein Dorf zu retten. Verdammt, du hast recht. Ich muss einfach nur alle anlügen. Was? Ich war nicht so nett zu ihm. Okay. Ich sagte nicht, du sollst lügen. Leg mir keine Worte in den Mund. Warum? Es sind gute Wörter. Meine Leute sind nett und liebevoll und nicht sehr helle. Wirklich? Schwer zu glauben. Sie müssen nur glauben, dass ich den Minotauros getötet habe. Unser Dorf würde zu einem Schrein für mich, den neuen Theseus. Moris der Prächtige, der Minotauros-Töter. Wir würden wieder aufblühen. Klingt wie ein Traum. Ein Traum, in dem die Leute mein Dorf kennen, Handel treiben. Das wäre ein lohnender Traum. Ich muss überzeugend aussehen, wie ein majestätischer Minotauros-tötender Held. Stiehl die prächtigste Rüstung des Anführers von Pefki. Oh, und ich brauche eine Waffe, die ich aus den kalten, toten Händen des Minotauros nahm. Oder kalte, tote Hufe? Irgendwie. Nee, oder? Alexis hat ihm gesagt, dass er nicht sterben wird, sondern sich nur ein paar Knochen brechen wird. Ja, true. Ist ja echt nicht. Ist ja echt nicht hoch. Oder war echt nicht hoch. So, ja. Wir können ja annehmen und die nicht machen. Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Gut, 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 gut. Kann ich dir sonst noch irgendwas sagen? Eine Axt, die aussieht, als hättest du sie dem toten Minotauros abgenommen. Gibt es einen Händler für sowas in Pefki? Als ich hier eintraf, habe ich von einer legendären Axt in der Festung Lato gehört. Dort wirst du finden, was ich brauche. Was ist so besonders an dieser Axt? Theseus hat sie berührt. Zweimal. Ich bin sicher, Theseus hat viele Äxte angefasst. Nun ja, aber diese Axt zweimal. Das ist die Art Axt, die man bei einem Minotauros erwartet. Du sagtest, die prächtigste Rüstung sei die des Anführers von Pefki. Wo bewahrt er sie auf? Wo sie sicher ist.
wo sie keine Straßenkinder stehlen können. Sein Haus wird gut bewacht. Ich würde danach sehen. Ich habe genug gehört. Ich besorge dir eine Axt und Rüstung, die eines Minotauros-Töters würdig sind. Nur bitte, spring nicht. Das verspreche ich. Wie gesagt, 3, vielleicht 4 Tage. Komm da oben runter. Athena, gib ihm Kraft. Ja, naja, dann spring ich. Okay. Guten Tag. Warum steht er da? Ich habe gehört, er hat sich in den Minotauros verliebt und wurde abgewiesen. Sein gebrochenes Herz trieb ihn in den Wahnsinn. Wirklich? Ja. Ich dachte, er wollte nur die gute Ab. Gut, das lassen wir mal. Hilf ihm doch jemand. Also, Cassandra war am Schluss, drücke V für deinen Vogel. Nein. So, nein. Verdammt, ist halt immer noch da. Na gut. So entstehen ja Gerüchte, das stimmt. Na gut, dann mache ich halt V. Na gut, dann mache ich halt echt V. Der Totengräber klingt halt auch sehr sympathisch. Da. Das wollte ich ja schon fast, die Cam anfangen. Da hinten. Jede Jagdgruppe darf aus höchstens 3 Teilnehmern bestehen. Der Kauf von Minotaurus-Erinnerungsstücken ist Pflicht. Ausgenommen von der Teilnahme sind legendäre Krieger, schwangere Heldinnen oder Götter. Das gilt auch für Halbgötter und Elfen. Es gibt keinen Grund zu drängeln. Ihr erhaltet alle eure Chancen. Das hat er mir ab. Also bei. Nebenwirkungen und. Problem. Wach! Oh Gott. Ah, ein mächtiges Prachtexemplar nähert sich. Sehnst du dich nach Ehre, nach Ruhm, nach dem sicheren Tod? 2 von den 3 interessieren mich. Dann suchst du den Kampf mit dem Minotauros. Im Hintergrund hat sich gerade einer, alle durchgeritten, umgeritten, durchgeritten. Hier ist kein Minotaurus, er klingt interessant. Kein echter Minotaurus würde in Lato leben. Tut er aber. Ja? Tut er aber. Ja. In Lato? Ja. In diesem Lato? Ich versichere dir, die Bestie lebt hier und sie sehnt sich nach reichen, mutigen Gegnern für einen Kampf. Erlegtest du den Minotaurus, kämst du Theseus gleich. Und du würdest den großen Preis von Pefki einheimsen. Euer Minotaurus muss sterben. Klingt, als hätten wir eine weitere Teilnehmerin. Es folgen die Prüfungen des Minotaurus. Die Vorprüfung. Die Vorprüfung. Der ist lustig. Sagtest du gerade Minotauros Vorprüfungen? Um gegen den Minotauros kämpfen zu können, musst du dich erst in heldenhaften Prüfungen würdig erweisen. Wir können doch keine arglosen Reisenden einfach so in den Tod schicken. Hefki-Regeln. Woraus genau bestehen die Vorprüfungen des Minotauros? Es gibt eine Prüfung der Stärke. In dieser trittst du gegen die größten Krieger Kretas an. In der Prüfung der Genauigkeit musst du ein gutes Auge beweisen. Und in der Prüfung der Ausdauer zähmst du das Wasser. Ich soll also schwimmen? Das...
Das ist doch ein Trick, um mich zu bestehlen. Söldnerin, wie kannst du nur so etwas denken? Du bist eine furchtbare Person. Was genau ist der Preis von Pefki? Nichts weniger als unbegrenzter Reichtum. Krieger, die vom Minotauros besiegt wurden, haben keine Verwendung mehr für ihre Drachmen. Also sammeln wir sie für einen Preis, der jenem gebührt, der die Bestie erlegt. Euer Preis besteht aus den Drachmen der Toten? Bitte, ich versichere dir, dass viele dieser Münzen direkt an die berühmte Schule für Kinder, deren Eltern auf tragische Weise vom Minotauros getötet wurden, gehen. Verstehe. Ich mache deine Prüfungen. Vorprüfungen? Ich mache deine Vorprüfungen. Aber dann gehört der Minotauros mir. Wunderbar! Und vergiss nicht, die Abzeichen deines Erfolges vom Prüfungsleiter abzuholen. Noch eine Heldin, die uns vor den langen Schlangen und den überteuerten Minotaurus-Andenken in Pefki retten will. Ah, darf ich dir meine Frau Kore vorstellen? Eine seltene Schönheit und so vorlaut gegenüber meinen Freunden. Bitte, Leandros, es gibt Wichtigeres als Ruhm und Reichtum. Nicht jeder, der ein Schwert hat, sehnt sich nach Ruhm. Familie ist wichtiger. Richtig. Das versuche ich diesem feigen Wurm in der Gestalt meines Mannes auch klar zu machen. Hey! Es geht um unsere Tochter. Eure Tochter? Amara. Sie ist weggelaufen. Es geht ihr ganz bestimmt gut. Sorge dich nicht um Amara. Es gilt, einen Minotauros zu erschlagen. Großer Kampf. Jede Menge Blut. Denk an den Ruhm. Denk an den großen Preis von Pefki. Bitte glaube mir, Heldin, nichts ist, wie es scheint in Pefki. Vielleicht hilft das Lösen eines Problems, alle anderen zu lösen. Geh, meine legendäre Freundin, die Vorprüfungen des Minotauros warten. Wer von euch ist stark? Dann beweist euch! Kommt und messt euch mit ihm, dem Blut von den Hufentropfen. Mit ihm, dem Eingeweide von den Herren. Okay, die Quest machen wir, die ist so lustig. Oh, schön. Alter, wie haben wir denn? Kriegerschaden, Jägerschaden, Anentastschaden. Wie lustig. So, Kultisten. Der Weise führt einen Strahlkolben. Okay, ist ein starker Mann. Wow. Ja, sieht so aus. Die Bestie, der Mythos, der Mino. Ja, ja, ist gut. Okay, dann werden wir mal den Minotauros die Vorprüfung machen. Finde und beschaffe die Axt. Nee, das ist der falsche. Hier. Der Ausdauer, Genauigkeit und Stärke. Die Stärke ist am nächsten. Okay. Jede Jagdgruppe darf aus höchstens drei Teilnehmern bestehen. Der so lustig, wie er diesen Teil sagt. Aber kann ich nicht ihre Tochter suchen? Ich hätte jetzt angeboten, ihre Tochter zu suchen. Leg nun deinen Speer weg. Dieser Schmerz. Schnell deine Drachmen hervor. Nur eine ehrenhafte Bestechung wird dich von diesem unglaublich schmerzhaften Schicksal bewahren. Was? Guten Tag, der Herr. Chere, schwächliche Herausforderin. Du willst deine mickrige Gestalt in meiner Vorprüfung der Stärke zerschmettern lassen, ja? Meine mickrige Gestalt ist vielleicht schwerer zu zerschmettern, als du denkst. Hahaha, wie tapfer. So zu tun, als hättest du eine Chance gegen einen so starken und hübschen Krieger wie mich. Wir können um das Abzeichen kämpfen, ja. Aber vielleicht möchtest du unzerschmettert bleiben und mein Abzeichen kaufen, ja? 1500, nö.
Nein, wir kämpfen. Bist du sicher, dass du nicht lieber deine glänzenden Drachmen ausgeben? Wir kämpfen. Dann lass das Zerschmettern beginnen. Wir kämpfen. Das Abzeichen kaufen soll. Der Preis war gut. Jetzt zahlst du einen neuen Preis. Dein Leben. Mit deinen Knochen pick ich mir den Rest von dir aus den Zähnen. Oh. So fühlt sich ein Sieg nicht an. Seid ihr bescheuert? Seid ihr besch... Ach komm, ernsthaft? Warte, warte, ich kann... Warte mal. Ja, Belippe. Ja, lecker, lecker. Ich glaube, das ist ein kleiner Buggedebug. Er kommt hier runter. Ja, fein. So. So, jetzt hat. Was? Was fühle ich denn da? Was ist das? Die Schande der Niederlage. So fühlt sich das an. Gewinnen ist besser. Ja. Das Abzeichen der Stärke gehört dir. Einen wundervollen Tag noch und schlag mich bitte nicht nochmal. Ich brauche alle Prüfungsabzeichen. Einen wunderschönen Tag dir. Sehr schön, dankeschön. Schön. Warte, da stimmt was nicht, die dürfen nicht angreifen. Hast du einen von denen erwischt? Nee, hast du doch nicht. Ja, also der eine ist rein, also in die Arena oder in den Ring reingekommen. Aber schon aggressiv, also. Oh Gott, wo ist das jetzt? Aber, nee. Ja. So, Ausdauer. Dann schwimmen wir mal. Level 32. Oh, wir, ja, genau. Wir können ja gleich unser, also bevor wir den Minotaurus machen, gehen wir zu, also updaten wir unseren Speer. Fern, potenzielle Heldin. Du hast so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Es kostet dich nur ein bescheidenes Sümmchen, deine Seele zu retten. Ich warne dich, du solltest besser bezahlen, um diese Prüfung zu bestehen. Die Vorprüfung der Ausdauer fordert mehr Todesopfer als all die anderen Prüfungen zusammen. Waren die anderen vor dem Sprung betrunken? Ehrlich gesagt, ja. Sehr unprofessionell von ihnen. Solltest du den Heldensprung überleben, musst du das Prüfungsabzeichen aus einer Truhe in den finsteren Tiefen des Gewässers unter uns holen. Dein Abzeichen gehört mir. Nein, bitte. Ich warne dich, bezahle für mein Abzeichen. Die Gefahren, denen du dich sonst unter Wasser stellen müsstest, sind einfach zu groß. Du kriegst keine Drachme von mir. Ich mache die Prüfung. Wenn du unbedingt einen qualvollen Tod unter Wasser erleiden willst... Wer bin ich, dass ich dich aufhalte? Denk dran, du findest das Abzeichen in einer Truhe am Grund des Sees. Für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass du überleben solltest, werde ich am Ufer auf dich warten. Was genau hat Schwimmen damit zu tun, meine Fähigkeiten für den Kampf gegen den Minotauros zu prüfen? Nun, die Wege des Minotauros sind unergründlich. Klingt nach viel Ärger für ein Abzeichen. Dann muss ich mich wohl nass machen. Okay, sehr viel Ärger. Moment, Entschuldigung. Falke. Schau mal da, guck mal da, guck mal da.
So. Ich glaube, das... Okay. So, jetzt hat. Auf ein neues. So. Danach habe ich gesucht. Krass, sie kann ja unter Wasser reden. Not bad. Ja, hier sind sehr viele Leichen. Ja, das ist gerade ein bisschen kompliziert. Ja, aber ich schaff's. Oh, sie hätte halt nicht unter Wasser reden sollen. So, wo ist die Tante jetzt? Hm, lecker. Nicht, Heldin. Und falls du es doch tust, mache ich dir ein fantastisches Angebot für einen Ersatz. Mhm. Alter, wie viele sind hier denn gestorben? Jojojo. So. Nächste Quest. Ich bin mal echt gespannt, was dann mit dem Minotaurus ist, also was das für einer ist, würde mich mega interessieren. Also, wir machen noch Vorprüfungsmeister der Genauigkeit und dann beenden wir den Stream für heute schon. Leider, leider. Ausgerechnet Jungs kriegen. Jungs, kommt nach Hause! Mikon! Was haben Sie jetzt schon wieder ausgefressen? Ihre Mutter wird mich dem verdammten Minotaurus vorwerfen. Das muss die Vorprüfung der Präzision sein. Hm? Oh, ja. Das ist die Vorprüfung der... Wo genau sind meine verfluchten Söhne? Deine Söhne? Das klingt nicht nach einer Prüfung. Hast du schon mal Söhne erzogen? Das ist die schwerste Prüfung von allen. Nur wenn du die weltberühmte, äußerst legitime Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne abschließt, kannst du fortfahren und schließlich auf den Minotaurus treffen. Also, wenn ich deine Söhne finde und sicher zurückbringe, kriege ich dein Prüfungsabzeichen? Du bekommst mein Abzeichen und meine ewige Dankbarkeit. In was für ein Schlamassel deine Söhne auch gestolpert sind, ich finde sie und hole sie daraus. Meist verstecken sie sich in den Feldern hinter mir. Ich rate dir, bereite dich geistig und moralisch darauf vor, denn das ist deine bisher schwerste Prüfung, tapfere Kriegerin. Wenn ich deine Söhne finden soll, muss ich mehr über sie wissen. Drei kleine Rotznasen. Wunderbar, bildhübsch, aber trotzdem Rotznasen. Sie hören nicht auf mich, aber vielleicht hören sie auf dich. Du sagtest, deine Söhne könnten auf dem Feld sein, aber ich brauche schon etwas mehr. Sie toben überall. Gebäude, Türme, im Korn. Oh, im Korn! Es ist genauso hoch wie meine Söhne. Und damit das perfekte Versteck für sie. Und sie hören nie, wenn ich sie rufe. Auf mich hören sie. Keine Angst, ich bringe deine Söhne sicher nach Hause. Du musst sie alle drei finden. Und beeile dich.
Meine Frau wird nicht lange glauben, dass die Burschen am Tempel sind, um zu beten. Ach, wie cool. Tja, ich hab 'ne Drohne. Da ist er. Oh. Da ist er. Gefunden. Hab ihn gefunden. Oh, das klang schmerzhaft. Schweinchen! Schweinchen! Heute gibt's Wildschwein. Oh, ja. Mich findest du nie. Geh heim zu deinem Vater und tu, was er sagt. Sonst sag ich dem Minotauros, wo du wohnst. Aber... ich hasse dich, Söldnerin. Ich hatte dich. Du bist sicher. Geh heim. Und höre auf deinen Vater, wenn er dich ruft. Ja, Söldnerin. Tut mir leid. Ich muss die anderen Söhne des Prüfungsmeisters finden. Oh. Das lieber. Tut mir leid. Sweet. So. Autsch, mein Arm. Ich sitz nicht fest. Du kannst jetzt gehen. Ich bin gar nicht hier. Mhm. Okay. Waffe eine Schlange. Was du kaputt gemacht hast, war ziemlich teuer. Deswegen würde ich meinen Pater wahrscheinlich umbringen. Pass bloß auf. Bestimmt. Geh heim. Jetzt. Oh, das war der letzte Racker. Als ob ich die Söhne abschießen würde. Renn ja. So. Oh. Entschuldigung. Gut. Willst du mal hier hingehen? Danke. Meine Söhne, du hast sie zurückgebracht. Du hattest recht. Es sind kleine Scheißer. Unglaublich, dass sie auf dich gehört haben. Betrachte die Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne als abgeschlossen. Von all meinen Siegen wird man sich an diesen am längsten erinnern. Ich habe alle Abzeichen. Ich treffe jetzt besser Leandros am Kriegergrab. Kriegergrab.